Wir haben angefangen und haben als erstes Mal uns bei der Gemeinde versichert, dass wir da eine entsprechende Unterstützung kriegen, die wir einmal durch den Bürgermeister persönlich in Form von mehreren Schreiben erhalten haben, nämlich Schreiben an den zuständigen Wasserversorger und zum anderen durch das Bauamt und letztendlich auch durch die Kämmerin, die uns hier alles, was in der Richtung Spenden und so weiter ist, erläutert hat, die uns dann ja Arbeitsplan verfolgt wurde, die das alles wieder ermöglicht hat. Aber auch die Wasserwerke, der WWF, auch viele Kleinspender. Die Liebeswelle ist ein Ort, der seit vielen Jahrzehnten mit Wolfersdorf verbunden ist, mit vielen fabeln Geschichten. Als ich hergezogen bin vor 20 Jahren, schwimmen hier die Bosnier und Kroaten und holen hier Wasser, um es in Berlin zu verkaufen. Leider ist sie verschwunden in der originalen Form, aber die neue Form ist zumindest eine Möglichkeit, diesen Ort wieder als Rastplatz, als Gedenken und irgendwann hoffen wir, dass wieder Wasser aus dem Berg kommt, die Original-Liebeswelle wieder eröffnet ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie oft hierher wandern, Ihr Weg hierher finden und diesen zentralen Ort unserer Gemeinde genießen. Vielen Dank.